Ich finde, die Debatte läuft gerade in die falsche Richtung. Es ist nicht so wirklich jetzt die Frage, ob das schnell geht, ob die schnell ihren Austrittsgesuch einreichen oder nicht, sondern welche Konsequenzen aus diesem Brexit getroffen werden. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass diese Entscheidung auch eine Niederlage für Frau Merkel ist. Frau Merkel hat in hohem Maße die Politik der EU in den letzten Jahren mitzuverantworten. Sie war dominant, diese Austeritätspolitik durchzusetzen, zulasten der sozial Schwächeren in der ganzen Europäischen Union. Und ein Stück weit ist das, was wir jetzt in Großbritannien erlebt haben, auch die Quittung für diese Politik. Gleichzeitig darf man natürlich nicht übersehen, dass sehr schräge, einwanderungsfeindliche Töne zu hören waren in dieser ganzen Brexit-Kampagne in Großbritannien, mit denen man sich auf keinen Fall gemein machen darf. Und es jubeln jetzt ja auch ganz stark die Rechten. Frau von Storch hat offensichtlich Freudentränen geweint und Le Pen hat die englische Flagge praktisch auf ihre Homepage gestellt. Also wir sehen hier schon, in welche Richtung die ganze Sache geht.